Halber Löwe von Johannes Herbig haben wir heute. Ist ein Jugendbuch, zu empfehlen für Menschen ab 14, 15 Jahre ungefähr. Das Ganze wird erzählt aus der Ich-Perspektive von Sascha, der ist 16, hängt mit seinen Kumpels ab und die stellen sich immer so gegenseitig Mutproben. Die ganze Geschichte kommt ins Rollen, als ein neuer Mitschüler Ende des Schuljahres in die Klasse von Sascha kommt und er diesen neuen Mitschüler seinen Klickenkumpels vorstellen möchte. Gibt eine neue Mutprobe, dabei verstirbt dieser neue Mitschüler und der Rest des Buches oder worum sich es eigentlich meistens dreht in dem Buch ist, also wie wird jetzt mit diesem Tod umgegangen? Also von wegen Schuld und genau nicht Schuld, meldet man sich, versucht man das auszusitzen, wie kann man selber damit umgehen, was machen die Kumpels? Genau, das wird alles auf relativ vielen Perspektiven erzählt, genau, ohne moralisierend zu sein und ja, einfach spannend.